Iron, unser jetzt vierjähriger Hengst her von Ibiza mit Hohensteinmutter, 1,71, ein wunderschöner Typ, war Prämiehengst her und war Zweiter jetzt in unserer 35-Tage-Test her in Dänemark mit super Noten, fast 9 im Alles, super geschickt, ein Pferd, das ist mit viel, viel Talent für Versammlung. Ich kann nur warten, wenn dieses Hengst Piaf Passage geht, der kann richtig seine Bein hochheben. Ich sage immer, wenn man seine Frau oder seine Tochter glücklich machen wollen, dann soll man Iron kaufen. Das ist ein Traumpferd und jeder Reiter, die sagen alle, das ist nicht normal. Der ist schön schmal und nicht so lang im Rücken, der ist ein bisschen kürzerer, so das passt für Stuten mit ein bisschen längerer Oberlinie und ein bisschen altmodischer Typ, er ist sehr edel, langbeinig her und ich glaube auch seine Mechanik in seiner Abwicklung, der ist ein bisschen schneller, der kann klein gehen, der kann groß gehen, so diese bisschen langsamer Stuten, da könnte er echt gut passen, finde ich. Weil das ist wichtig, dass man beides hat in seinen Zucht. Das nicht nur große Gang, aber auch die kleinere. Und hier hat man wirklich ein Pferd, wollte ich auch sehen, in unter Sattel her. Du kannst im machen und als mehr du im versammeln, als größer der Gang wird. Ein Charakter, das ist auch sensationell gut. Der ist spritzig, aber trotzdem total ruhig. Der stimmt immer da mit Ohren vorne. Und ich glaube, wir will hier ein Pferd sehen, der kommt richtig weit in seinem Sport. Viel Glück mit ihm. Iron, unser Superstar hier, vierjährig von Ibiza. Ein Pferd mit wahnsinnig großes Potenzial für mich. Das ist genau der richtige Trab, was man sehen möchte. Wirklich super in Wendung, super Hinterbein, Knie, alles. Für mich ist das ein echt Top-Pferd. Einer von meinen Favoriten her, wenn man das sagen kann, mit so vielen guten Pferden. Aber hier sieht man auch Verstärkung, alles. Und das Pferd ist nur 4 Jahre, aber guck mal, der Register hat vorwärts, zurück, sehr starkes Hinterbein. Galopp, genauso gut wie der Trab. Das wirklich bergauf und wirklich Bodenwind kommt wirklich nach vorne. Und der sitzt schön in der Wendung her. Wenn man auch gerne ein bisschen Außengalopp zeigen will. Übergang zum Trab weiter im Galopp. Sehr gut. Und hier nach links auch richtig gut. Und super Anlehnung. Und auch hier in der Wolde, guck mal, wie der galoppiert hier. Sehr gut. Super. Und auch hier für lange Zügel an der Wolde. Der Selbsthaltung ist sehr gut. Der mag das ganz von alleine. Mit sehr viel Power hinten. Und immer so schön in der Anlehnung. Super, sehr gut. Man kann nicht mehr wünschen hier von einem vierjährigen Pferd. Sehr gut. Und auch schön zurück her im Diagonal und zum Trab. Sehr gut. Und was er hat diese, er kann klein gehen, kann groß gehen und immer sehr aktiv und mit seinem Top Rittlichkeit ist wirklich extrem, finde ich, für ein vierjähriges Pferd. Sehr gut. Und ich weiß, Mette, sie liebt ihn sehr gut. Super Job von der Reiter her. Super. Und auch zum Schritt. Hat auch einen sehr guten Schritt, sicher intakt. Hat auch einen super Test gemacht her. 35-Tage-Test und das versteht man natürlich auch.
ja, guck mal her, den Trab oder richtig seinen Körper benutzt. Guck mal, der Anlehnung. Sehr, sehr, sehr gut. Super.